willkommen zurück zu zur Elsternschaft gerade Italia. Fred Tashback mit meinem lieben Fabi. Hallöchen. Oh, lieb Jay Gamer. Moin, Leute. Alter, es geht mal wieder los, Leute. Und ich bin gerade durchgeswitcht und habe gesehen, der Waldreis ist noch nicht fertig mit Ansehen. Und Leute, diesmal mit Ton in der Anfangsfolge von der NF Marsch. Leute, hatten wir keinen Ton. Tut mir leid, habe ich vergessen einzuschalten. Ja, passiert. So, was habt ihr denn so Schönes zu tun? Der CP-Fahrer, der drillt und ich bin gerade am Big Macs verladen. Mein CP-Fahrer drillt auch. Ich bin gerade am Mähen. Mäh. Mäh du mal. Ich mäh. Was hier öfters? Nein, nochmal Mut, ja. Ja, stimmt, ja. Manchmal. Hallo! Mit Stabplatte. Alter. Jetzt muss ich nach Hause kommen. Aber wo muss ich hier durch? Ach so, hier. Das fragst du öfters von der Weg nach Hause. Ich hoffe, ich habe keinen Lohner bei euch. Sonst fahre ich hier alles kaputt. Ach, wenn du über mal zur Grundtour fährst, ist das so schlimm. Auch nicht über meine Felder fest, mir ist egal. Oh. Alter, schwieb, schwupp, schwapps. Wir haben ja hier einen Achter, wo macht gefühlt 100 km/h. Stimmt. So viel Geschwindigkeit ist Jackie nicht gewohnt. Doch, doch, doch. deshalb muss ich mich mehr hier anschnallen. Opa! War wohl zu schnell für dich, ne? Die Kurve kam zu früh. Alter, und ich wollte am Anfang noch diesen Hof. Diesen Hof, Junge. Wäre ja komplett verzwipft und verzwapft gewesen. Achso, stimmt, der Check hier, das Problem gerade, dass man schon lauter, man schon leiser wurde. Ja, hab ich jetzt gerade auch festgestellt. Ihr habt den schon auf plus 2 dB. Warum denn das? Das fragen wir dich, nicht du uns. Ich hab nichts umgestellt. Sonst stelle ich gerne um, aber diesmal nicht. So. Weil so lange weg, jetzt hat er den Hebel nicht mehr gefunden zum Umstellen. So. Boah, ist gemein, Alter, man weiß gar nichts mehr. Ja, also wirklich, es ist wirklich traurig. Ich weiß auch wirklich. Blockiert? Warum bist du blockiert, Junge? Fang einfach neu an. Nein. Dann wissen wir alles wieder. Du kannst also auch. Also, für 2 Monate weg kannst du wieder neu anfangen. Ja, blöd. Ja. Du kannst auch nichts, Junge. Ach ja, klar. Kack. Komm, beeil dich mal ein bisschen hier, Spitzi, Spritz, Spritz. Loslegen. Der wird so schon richtig sein, Leute. Und ab geht er. Der Lotze. Naja, wir haben ja. Jetzt ist er ganz sprachlos, ja. Ja, irgendwie schon. Da kannst du nicht machen. Ich kann es nicht machen. Flüstern kannst du nicht machen. So, weiter. Zu meinem Höfle, weil da muss ich den Schwadalinski anhängen. Ist meine Ballenpresse auf dem Händlerhof oder? Nope. Hab ich sie schon abgeholt? Also eben nicht. Nö, ich sehe gar nicht. Ich bin. Das ist nur ein Steuer. Hey, übrigens auch dir gehört, Jackie. Ja, der ist gemietet. Der ist von der Mission.
Wo ich dann noch fertig machen muss. Frage Nummer Uno. Ah! Nee! Hat sich bestätigt. Ist am Hof. Oh. Drei Pickpacks. Ich weiß echt nicht, was ich mit so viel Zeug machen wollte. Ja, also, für irgendwas hat es einen Sinn gehabt, aber. Ja, ich muss mal ein bisschen was kalken, aber. Ah, stimmt, du brauchst mehr viel Kalk. Ja, das ist klar. Aber. Aber. Ich hab keine Ahnung. Weil ich hab das so schon kaum einen Plan, wenn wir eine halbe Woche mal nicht aufnehmen. Jetzt war... über einen Monat her. Das war über einen Monat. Jetzt soll ich ja 10 Jahre bis ich wieder reinkomme. Deshalb nehmen wir die Pols jede Woche auf. Ja, stimmt. Na gut, jetzt haben wir jetzt bis Mitte August, glaube ich. Alter! Ja, wir nehmen halt jede Woche auf und manche Wochen halt dann 2 Wochen. Ist aber gut, wenn man im Plus ist. So. Oh. Ja, jetzt traut er sich nicht zu Ende zu reden. Immer gut, wenn man vorproduziert hat. Was? Nix, alles gut. So, wo müssen wir denn am schnellsten Weg zu unserem Feldchen nehmen? Alter, ich hab so eine verwinkelte Scheiße hier. Boah. Meine Felder sind gut mit Dings da bemuckelt. Von geduckelt. Da. Also ich habe vor ein paar Tagen erst ein Video geschaut und geändert. Jetzt kannst du es wieder ändern. Danke. Videobeschreibung? Ja. Was hast du gemacht? Ja, hingeschrieben hat, dass die Italia und NF Marsch passiert sind. Ja. Kommt er einfach wieder? Ja, ist so. Kannst du länger wegbleiben? Platz ich wieder mit. Lohnt sich das? Ja, platze ich mit der Tür ins Haus. Oder sowas. Das passt. Wo komme ich denn hier durch, Mann? Ja, guck, sag ich dort. Gut, dass es passt. So, aber jetzt aber. Warte mal kurz. Hä? Interessant, wenn man jetzt erst auf so nach 8,5 Minuten. Was denn? Das ist der Frontlader, weil ich die Palettengabel so ein bisschen neigen will, gar nicht bewegt vorne die Euroaufnahme, sondern nur die Palettengabel. Hey. Nicht schlecht. So, kommt jetzt hier auf einmal die Begrünung im Fluss hier. Ja, gerade noch nicht da. Naja, jetzt ist sie da. Ja, da ist er recht. Ist das eine Festkammerpresse? Ja, nehme ich schwer an, oder? Ja. Nee, die kann 1,50er, safe. Deshalb hab ich sie gekauft. Wir brauchen noch eine Stunde, okay. Was ich denn hier schon du wieder? Heiliges Rohr. Da sagst du richtig. Mit dem Stück? Ich hab keinen Plan hier mit so einem komischen CP-Kurs, der ist so kompliziert. Minion. Fabi kann die 1,50? Was denn, welche? Die Fendpresse? Fendpresse? Guck doch einfach im Shop. Nee, ich bin gerade auf der Fahrt. Ja, ist mir doch egal. Och, warum steckt denn das? Du bist auf der Fahrt, wenn du gerade im Stapler gesessen hast. Ja, aber ich muss mein CP-Fahrer wieder neu einsetzen. Der hat einen Baum gefunden. Ja, dann kannst du ja gucken. Und ab geht's. Sag mal, habe ich noch viele Felder zum Ansehen? Ich weiß es gar nicht. Ah ja, ich kann sie umstellen. Super, hat sich. Wollte ich dir auch gerade sagen. Ja. Komm, erzähl mir kein Müll. Wie gut, dass ich gerade Spritzbahn habe. Dann konnte ich währenddessen gucken.
Opa! Jo. So, wie schwader ich denn? Wie presse ich denn? Schwader musst du X drücken, meistens auf zum Klappen, dann B und dann V. Meine ist gut. Rest musst du genau das gleiche einstrücken. Danke für die kleine Anweisung. Ja, bitte, kein Thema. Also, vielleicht noch mehr flüstern. Ja, es ist Flüsterstunde heute mit JD. Hä? Alter! Ja, jetzt geht's wieder genauso. Ist gut, ein bisschen lauter. Warum ist denn... Wo stelle ich denn an mein Mikrofon was um? Ist gut, er erzählt von der Apfeltasche, gibt langsam einen Geist auf, ne? Ich komme auf den Namen immer nicht klar. Ach stimmt, das ist aber der AliExpress. Ah ja, jetzt sehr gut. Automatisch anschalten. Kann man dann essen, oder? Das ist schon Essen gekauft darüber. Oh, herrlich. Nom 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 nom. Oh. Ah, das ist aber schon nein. Geil. Aus. Och Niede. Jetzt macht der Waltra so blöd. Bei jedem Umkehren schmeißt er mir den Fehler rein. Obwohl, dass der das locker schaffen würde. Also ich weiß ja manchmal nichts, CP. Danke für nichts. So. Ich habe ja schon wieder 30 Updates. Was? Ich habe ja schon wieder 30 Updates. Warum hast du sie gemacht? Ja, weil du erst müsstest rumholen. Ist so. Dann müssen wir überall updaten. Abi! Ich kann mit auf dem Server drauf. Was hast du getan? Wo ist der Mod auf TeamSpeak? Ja! Siehst du? Dann macht er. Ich bin dafür zu inkompetent. Ja. Jetzt sehe ich keinen Müll. Tu ich ja nicht. So, und jetzt schmeißen wir den CP-Kurs hier rein, Loder. Den CP-Kurs, genau. 6,70 Meter, das kann nicht stimmen. Ich möchte es, glaube ich, glauben, aber das kann nicht stimmen. 6 Meter, siehst du? Bin ich gut. Das war falsch. Perfekt. Zeige Linien an, bitte. Abbremser zu, den Bums. Und A-Richtung genau ausführen. Hä? Moment. Warum ist hier alles so eng? Da muss kein Versatz. Super. Perfekto. Und ab geht's. So lässt sich's arbeiten, oder? GPS rein und dann geht's ab. Volle Bumsbude voraus. Wo steht man denn am Steuer? Also 7 km/h, das ist Premium. Alter, wie ist das echt? FPS zum Kämpfen teilweise. Ach, da hab ich das. Also ich hab PS zum Kämpfen teilweise. Aha. Mach ich doch zu! Ich habe gerade 30. Ja, die hatte ich vor dem neuen Prozessor. Seitdem geht's etwas besser. Jo, Junge, ich habe 20. Was? Ich habe gerade 2025. Naja, das ist halt das Krasse an der Karte. Ist jetzt gerade die Preview oder was heißt ein Teaser rausgekommen zu der Land of Italia. Also zu der etwas kleineren. Ja. Ist das mit der deutschen Version? Die ist im Bau, aber die ist, ich würde sagen, zu 45% insgesamt fertig. Also da haben wir ja letztens gerade so rumgeguckt, also wie ist... Ja. Und die Italia, die ist zu 95% fertig. Ich bin auf der Italia. Ja, die Land of Italia. Das ist schon wieder Premium.
Arbeit beendet. Wartet, Leute. Es tut mir sehr, sehr leid, Leute. Aber wir müssen gucken. Wie, wo, was, wann weiß Obi. Volle Mütze voraus. Wo haben wir schon alles angesehen? Wo haben wir noch nie angesehen? Und wie und was und wo? Oh nein. Bitte lass mir hier keinen. Ach nee, alle sind auf Arbeit. Sehr gut, dann kommt mir hier keiner entgegen. Nur Tropfen da. Ich bin on Tour. On fire? On fire. Also es ist, glaube ich, alles angesehen, außer das Feld neben mir. Das Problem daran ist, Leute, wir müssen das jetzt. Wir müssen das jetzt auch bearbeiten, weil, Leute, gibt nichts, gibt's nicht. Noch. Keine Angst, mein CP-Fahrt dauert noch über 2 Stunden, bis er fertig ist und 10 also. 21, Feld 21. F21. Okay. Weil wir müssen, Leute, ist klar, es hätte Stroh auf dem Feld, aber. Aber Leute, wir müssen das angesägt kriegen, also muss losgehen. Ja, von mir gehen. Muss es ja auch ein bisschen realistisch sein. So. Weil es ein sehr realistisches Projekt ist. Ich glaube, wenn du mich jetzt fragst, ich glaube, ich habe keine Ballenzange. Ah, scheiße! Aber, ey! Aber, ey! Ist mal kein Projekt, wo ich blank bin, hallo? Ich habe 27.000 auf Tasche, Junge. Ich habe 4,8 auf Tasche. Ich habe 3,1. Das ist so gut. Ah, jetzt, wenn ich überlege. Ich glaube, es macht noch nicht so lange her, wo wir eine große Mission abgewickelt haben. Ja. Das hat deine Pressmission immer gehabt. Genau. Gefühlt 20 Stück. Nee, 2 Stück habe ich gehabt. Wie waren es die 20? So, und Abfahrt. Und jetzt können wir mal kurz gucken gehen, weil die wird nicht mehr voll bis hoch, oder? Wir können kurz gucken gehen, ob wir was noch im Lager haben. Nee, leider nicht. Aber ich bin deren Meinung. Wir haben noch keine Frontlader. Nee. Wir haben. Achso, soll ich euch sagen, was für eine Presse rausgekommen ist? Was denn? Die Ultima, ja. Mit Vorkammer. Ja gut, ist klar. Ja gut. Wie viel? Man hätte sie auch ohne konfigurieren können, aber. Also ohne umkonvertieren können, aber 100? Die ist auch noch nicht fehlerfrei. Die wirft dir die komplette Lok voll. 135 PS. Jetzt müssen wir gleich mal gucken, Leute. Wie viel das ist hier? Na! 135 PS, dann 135 PS. Ja, nee, weil, ja. Danke. Danke. Oder weniger. Fabi, also ernsthaft, ich danke dir vielmals für diese mächtigen ja. Du hast gefragt, du hast gesagt, wir müssen gleich mal gucken, wie viel das ist. Also. Nee. Also, wenn wir drehen unten, Leute, werden wir nochmal gucken, was das alles an Maschinen von uns ziehen kann. Aber ich muss ja mindestens 20 PS drauf rechnen. Rechnen wir lieber 50 drauf. Gut, ich würde auch sagen, das war's bei der Folge. Da ich die Folge gefallen hat, das Knäubchen da schon auf jeden Fall. Das nächste Mal vorbei. Bis dann am Traumaufenthalt und ja, ciao. Tschüss.